Yo, servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, da es leider jetzt wahrscheinlich kein Paisy Bits mehr gibt, ich weiß es auch nicht. Ich denke immer noch, dass es bald komplett weg ist, auch für die, die es noch haben. Ich weiß es aber nicht sicher. Auf jeden Fall versuchen wir jetzt einfach eine richtig saftige Clash of Clans Serie zu machen. Ich habe keine Ahnung, wie lange die dauern wird. Ich weiß auch noch nicht, ob die bei euch überhaupt ankommt, ob die gut ankommt, ob die schlecht ankommt. Wir haben hier einen neuen Account gestartet. Hier liest jetzt die eine Frau das ganze Zeug vor. Jetzt greifen die Kobolde uns an. Grar, was ist das? Noch ein kleines Menschlein. Ja, wir müssen eine Kanone hinstellen, um die Kobolde zu verteidigen. Gems wollte ich jetzt nicht ausgeben für die 10 Sekunden. Wenn ihr Bock auf die Serie habt, dann könnt ihr natürlich gerne ein Like angeben. Genau, deutsche Schilder. Könnt ihr natürlich gerne ein Like dalassen. Schön, dass die Kobolde auch auf die Kanone gehen. Schmeckt. Ich denke, dass ihr alle Clash of Clans kennt. Ansonsten könnt ihr so halbwegs jetzt beim Tutorial eher aufpassen. Ja. Man überfällt halt andere Dörfer und so und versucht Zeins so hoch wie möglich zu bauen. Finde ich auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel. Wenn es euch gefällt, dass das jetzt auf meinem Kanal kommt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben, dann sehe ich, dass ihr es sehen wollt. Oder wenn ihr was anderes sehen wollt, Handyspiel soll es eigentlich sein, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und falls ihr kein Spiel wisst, schaut einfach in die Kommentare, wenn da ein Beispiel steht, könnt ihr einfach einen Daumen nach oben auf den Kommentar geben, das sehe ich dann alles. Jetzt müssen wir einen Kampf machen. Ne, wir müssen zuerst einen Bauarbeiter anheuern. Ja, jetzt müssen wir Truppen bilden, aber wir brauchen noch eine Kastanze. Okay, ja, schon Elixiersammler, alles gut. Ja, ich weiß nicht, wie lange das dauert, die Serie, wie lange ich die machen werde. Auf jeden Fall alles free to play. Und ich warte auch, oder beziehungsweise ich warte wahrscheinlich alles in der Folge packen, was ich auf dem Account mache. Vielleicht kommen dann auch mehrere Folgen pro Woche oder so. Ich weiß es nicht. Brauchen wir noch ein Goldlager. Vielleicht kommen mehrere Folgen pro Woche. Oder ich werde jetzt nicht offline alles zuchten. Vielleicht wird es auch ein paar Streams geben, mal wieder. Hätte ich auch Bock. Aber jetzt kommen die Kobolde wieder, oder was? Nee. Okay, alles gut. Ja, auf jeden Fall. Ich werde alles euch zeigen, was ich mache. Es wird nichts einfach so passieren. Perfekt, jetzt kriege ich wieder eine YouTube-Nachricht. Grüße gehen raus. Und, ja gut, das müssen wir jetzt leider finishen, weil 7 Minuten warte ich nicht. Ja, so mal grob. Ich habe sowieso irgendwas vergessen, was ich sagen wollte. Aber vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Da hätte ich jetzt auch nicht so viel setzen müssen, aber egal, ich setze einfach alle. Ja. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, ich glaube, das habe ich schon gesagt. Aber trotzdem wichtig, damit ich sehe, dass ihr es sehen wollt oder nicht. Wenn es wenig Daumen nach oben hat oder so, dann ist mir klar, dass ihr es eher nicht sehen wollt. Name ist natürlich klar, was wir nehmen. Auf Ehrenbruderbasis.
Ich kann ja dann auch, was ich mir gedacht habe, einen eigenen Clan machen. Und ihr könnt dann einfach rein, also meine Abonnenten kommen dann da einfach rein. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben oder ich mache hier oben eine Umfrage rein in der Infokarte. Könnt ihr ja oder nein sagen, ob ihr Bock habt oder nicht. Jetzt sind wir schon Rathaus Level 2. Ja, gut, interessant. Ich glaube, jetzt ist das Tutorial vorbei. Ja, ich würde sagen, wir bilden erstmal wieder Truppen aus. Einen Angriff werden wir jetzt auf jeden Fall noch in der Folge machen. Ich hoffe auch, dass alles vom Ton passt mit dem Clash of Clans Ton und so. Ich denke schon. Kann ich die schon bauen? Ja gut, mit 10.000 Gold dann. Nice. Habe ich noch nicht. Direkt mal die nächste Kaserne. Dann geht es ein bisschen schneller. Und natürlich die Lager. Ich kann gar keine Lager bauen. Ah, dann muss ich die ausbauen, okay. Ja gut, dann bauen wir die mal aus. 15 Minuten lang. Wie schnell geht das jetzt? 3 Minuten. Dann überlege ich noch kurz, was ich sagen kann. Ein Clan habe ich jetzt gesagt. Ihr könnt auch Vorschläge noch reinschreiben. Oder Tipps eigentlich. Ich denke nicht, dass ich welche brauche, weil ich spiele das Spiel selber auch schon. Also habe es jetzt schon 4 Jahre, glaube ich, spiele ich es. Oder 3. Ich glaube 4. Und ja, ich kenne mich ziemlich gut aus, sagen wir es mal so. Ich kann auch absolut nicht einschätzen, wie lange das jetzt schon war. 7 Minuten, okay. 7 Minuten für das Tutorial. Ja, egal, wir hauen die Gems einfach raus. Mache ich eigentlich nicht. Ich gucke, dass wir dann pro Folge immer die Truppen bereit haben zum Angreifen. Ja, wir wasten das Schild den auf keinen Fall. Wobei die ersten Angriffe jetzt eh nicht viel einbringen werden. Aber ist auf jeden Fall mal wieder cool, das Spiel von vorne anzufangen. Weil man halt immer wieder neue Sachen, ja gut, neue Sachen lernt man jetzt nicht kennen, aber halt immer wieder Flashbacks kriegt, sag ich jetzt mal. Den greifen wir einfach an für die 30 Trophäen. Der Loot ist jetzt nicht so überragend. Aber ich denke, da werden wir auch noch bessere finden. Und ja, ihr könnt ja meine Serie dann quasi als Tutorial nehmen. Wenn ihr mit Clash of Clans anfangt, das finde ich auf jeden Fall auch ziemlich gut. Also, ich muss jetzt nicht immer erklären, ja, in Rathaus 3 solltet ihr dann so und so vorgehen, sondern ihr seht halt einfach, wie ich das mache und könnt es dann auch so nachmachen. Und ja, ich würde sagen, das war so grob die erste Folge. Ihr könnt mir gerne, wie gesagt, alles in die Kommentare schreiben. Was ihr loswerden möchtet, ob es euch gefällt, ob ihr andere Spiele sehen wollt. Ich habe auch schon ein paar Spielideen gekriegt, unter anderem auch Clash of Clans. Deswegen probiere ich das jetzt mal aus. Und ja, sonst, ich würde sagen, wir sehen uns möglicherweise im nächsten Clash of Clans Video. Und ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video und ciao.